Oh, verglichen zu Highwind ist der Meteor einfach uber fucking groß. Und irgendwie haben wir die Schale davon kaputt gemacht und ein Riesenknall entstand. Ich glaube, so wäre das nicht in RL. Den Mimet Green muss man den geben. Habe ich das nicht schon gemacht? Könnte schwören. Egal. Der Plan von Rufus war ein Reinfall. Ist ja auch keine große Materie mehr drin, du. Was für eine Pfeife. Passt auch gut. Ich hoffte, es würde klappen. Aber nur in Kombi mit der großen Materie, oder nicht? Hä, seid ihr alles Idiots oder was? Wir haben es ihnen so schwer wie möglich gemacht. Aber es ging nicht anders. Ob das ein Fehler war? Das beunruhigt dich, stimmt's? Mach dir keinen Kopf, denk lieber nach! Hä? Mach dir keinen Kopf, denk lieber nach. Also soll ich doch meinen Kopf benutzen? Hey, die Frau hat recht! Du machst dir viel zu viele Sorgen. Alles bricht zusammen und wird nur noch schlimmer. Klingt sehr optimistisch. Hast du eine Idee? Ich habe über vieles nachgedacht. Als ich von da oben den Planeten betrachtete, sogar dann, als wir mehr in der Rettungskapsel trieben. Ich habe auch nachgedacht über das All, den Planeten, den Ozean. So groß und so weit. Wohin ich auch gehe, was ich auch tue, ändern wird das nichts. Vielleicht hast du recht. Aber dann hatte ich einen Gedanken. Ich dachte immer, dieser Planet sei so riesig. Aber aus dem All sah ich, wie klein er ist. Ganz allein in der Finsternis und so hilflos. Und im Inneren Sephiroth, der wie eine Krankheit an ihm nagt. Ich meine, dieser Planet ist wie ein Kind. Ein Kind, krank und ängstlich und so verloren im All. Jemand muss ihn beschützen. Dieser jemand, das sind wir! Sid, das ist wundervoll! Ja, Sid, so ich hab's kapiert! War jetzt kein Plan. Was tun wir jetzt? Wie können wir den Planeten vor dem Meteor beschützen? Darüber denke ich immer noch nach. Hä? Hast du das gehört? Ein Schrei des Meteors oder des Planeten? Wie können wir denn wissen, dass es wirklich der Schrei des Planeten ist? Habt ihr denn vergessen? Bugenhagen hat es uns erklärt. Bugenhagen. Suchen wir Opa! Auf nach Cosmo Canyon! Er kann uns sicherlich etwas sagen, das uns weiterhilft. Wuhu! Yay! Vielleicht ist es Einbildung, aber wurde dieses Schiff ohne mein Wissen modernisiert? Dieser Schalter und Hebel verwirren mich. Wollen wir los? Hä? Wie? Was meinst du? Doch, ist es nicht modernisiert. Ich wollte schon. Hä? Er trollt mich! Egal. FF7, ein Spiel, wo Steine schreien können. Hey, der Planet ist kein Stein! Zumindest nicht der Saft, der durch ihn fließt. So, einen Moment mal eben. Cosmo Canyon ist hier. Und Midel ist da. Und das heißt, you touch my tralala. Genau. Nein, Midel ist nicht hier. Midel ist auf einer Pissinsel hier unten. Ich bin mich vertan. Einen Moment. Bin ja schon auf dem Weg. Ich bin gespannt, ob ich Mimet überhaupt dabei habe. Wenn nicht, müssen wir gleich nochmal zur Farm. Lande! Komm on! Lande! Eine schwere Geburt. Heilige Macaroni. Ahoi, das ist Midel. Wie du sehen kannst, war dies eine ruhige Stadt mit natürlich heißen Quellen. Falls es den Schokobob noch gibt, vielleicht ist es auch abgesoffen. Jetzt ist alles weg, aber irgendwie bin ich froh, dass alles sauber ist. So sollte es einfach besser. Ho, 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 ho.
Totally. Wait, dann ist der Typ doch weg, oder? Hilfe! Ich glaube, mein Chocobo ist tot. Kriege ich dann nicht mehr die Behandelmaterie? Das wäre... Oh, ich... wie komme ich denn rüber zu euch? Kann ich hier auf dem Holzschild da rumlaufen? Wo kann ich denn langlaufen? Fühlst du dich nun besser? Das ist wirklich erfreulich. Du sollst dich nicht noch einmal über so nehmen, hörst du? Aber ist der Lebensstrom nicht ein seltsames Ding? Wenn ich sterbe, werde ich dann wohl in der Mitte eines warmen, sanften Stroms wie diesem fortgespült, ha? Vielleicht hast du sie ja schon. Ja, maybe. Ich weiß es aber nicht, ehrlich gesagt. Behandlung. Nee. Behandeln, was haben wir denn? Beinhalten war das, ne? Also hier habe ich schon mal nicht und die Grünen sind alle oben und ich meine, das war grün, oder? Bin mir sicher. Und ey, Multiangriff war geil. Das sollten wir vielleicht einmal dringend überdenken. Okay, dass wir hier alle nicht nutzen können, das ist jetzt nicht ein Problem. Aber Neo Bahamut, dann würde ich ja lieber den Multiangriff nehmen. Ja, der ist grün. Scheiße. Ah, ich weiß es nicht. Muss ich mal selbst vielleicht nochmal recherchieren. Vielleicht gibt es noch einen zweiten Ort, wenn man eine Materia permanent forever and ever vergessen kann. Ja, würde mich das für ein Spiel wie Final Fantasy 7 nicht wundern. Wäre aber trotzdem sehr ärgerlich. Egal, fuck it. Wir gehen nach Bugenhagen. So, kannst du jetzt auch hier landen? Nein, kannst du nicht. Wäre auf Wunsch denken, wenn du das könntest. Einmal. Aber, du hast doch gesagt, die Heimat ist modernisiert. Da muss sie auch auf Dreck landen können. Oder nicht? Oder was für einen Grund hat das, dass man nicht auf Dreck landen kann? Ich nichts verstehen. Guck mal, Zweifachschlag ist doch schon mal geil. Das ist doch schon mal Damage. Dann hast du sie leider verpasst. Ich denke, der Chocobo des Heiligen gesegnet. Ah, das wäre mega bad. Und woanders bekommt man sie nicht mehr. Dann ist meine einzige Hoffnung, Smaragd-Weapon besiegen. Dann bekomme ich alle Super-Duper-Ultra-Materials, die ich auch so bekommen würde, wenn ich jede einzelne Materie mastern würde, oder? Ah, das kann nicht sein. Ehrlich? Das ist aber dumm. Wirklich? Boah, ich komme irgendwie auf mein Leben gar nicht klar, dass das wirklich so sein soll. Naja, okay. So, Tiger Lily. Blop, Shop. Wir gucken mal eben. Wenn es Leute wie dich gäbe, wären wir schon pleite. Da hast du recht. Habe ich hier noch irgendwas Cooles? Nein, aber nicht. Materia. Guck mal, wir haben hier bestimmt ein bisschen alle, was wir verkaufen können, was gemastert ist. Guck mal, alle. Das ist, wie viel Money das ist. Wie viel Money? 1,4 Millionen. Money. Get money. Get. Genau, aber irgendwie bin ich gerade... Nee, ich will die weiter sammeln. Irgendwann kommt der Moment, wo ich einfach 10 alle Materia habe und dann kleiße ich sie alle in den Shop rein. Und da bin ich richest man on Earth. Komisch eigentlich. Welchen Grund hatten die? Also Materia so fucking teuer zu machen, wenn die gemastert ist. Welchen Grund? Eine gute Frage, oder? Das Witzige ist auch, dass jeder Penner eure Materia abkauft, obwohl die in den letzten Dreckslöchern da sind, wie zum Beispiel Corell oder so, das zerstörte da oben mit den Zelten. Die haben alle eine 1,4 Millionen, aber leben im Dreck. Was ist da los? Hohoho, wann immer ihr mein Wissen benötigt, seid ihr mir hier willkommen. Deshalb sind wir hergekommen. Und nun hast du dich verirrt. Wenn das geschieht, sollten wir lange und gründlich in uns gehen. Es findet sich immer etwas, das in den Tiefen unserer Herzen verborgen und vergessen liegt. Et
Gott, was das vor langer Zeit dort begraben oder vergessen wurde. Erinnere dich, was immer es sein mag. Es ist mit Sicherheit das, wonach ihr alle sucht. Obwohl, es gibt Hoffnung. Der Chocobo könnte noch leben. Müsst es nur oben links im Medell suchen. Da ist der Chocobo noch. Aha! Ja, irgendwie bin ich gerade an nichts vorbeigekommen und dachte mir gerade, ich bin ein fucking Idiot. Aber egal. Gerade im Setz nach, also Mimetkraut schnappen und suchen. Ah ja, okay, alles klar. Dann gucke ich mal demnächst. Mein Bruder hat einen Speicherpunkt, wo er 12 Milliarden hat. Dann werde ich deinem Bruder bald beweisen, dass ich mehr habe. Das sagt sich nicht so leicht, aber ich kann mich ja nichts erinnern. Es muss da sein, sieh genauer hin. Jetzt? Wo? Ach, da. Oh, geht nicht. Cloud, ruf die anderen auch noch rein. Oh, vielleicht sind unsere Charaktere ein bisschen zu dumm oder zu männlich. Vielleicht brauchen wir ein bisschen weiblichen Touch hier. Hallo? Siehst du es? Was ist es, wonach ihr sucht? Nichts und wieder nichts. Mir fällt einfach nicht ein. Gleichfalls, ich schaff das so nicht. Alles Herzlose. Kein Herz. Nichts mehr ändern. Ich kann mich sehr gut an Aeris erinnern. Nein, das nicht. Du kannst dich nicht erinnern. Du hast es nicht vergessen. Das ist es nicht. Soll man das sagen? Aeris war die ganze Zeit über hier. Hier, bei uns. Sie war so nah, dass wir sie nicht sehen konnten, was Aeris getan hat. Die Orte, die sie hinterließ. Ich weiß wieder, bei mir war es genauso. Ich auch. Bei mir auch. Genau, das ist neue Barrys Stimme. Bei mir auch, Junge. Sie sagte, sie sei die Einzige, die Sephiroths Meteor aufhalten kann. Aber Aeris ist fort. Können wir das, was Aeris vorhatte, selbst durchführen? Wir sind keine Nachfahren des alten Volks, wenn du das meinst. Wie? Ist das Mädchen etwa dorthin aufgebrochen? Ich hab's. Was hast du? Wir wissen es nicht. Was wusste Aeris? Warum trat sie Sephiroth entgegen, anstatt wegzulaufen? Ich verstehe. Sie ist dort zurückgekehrt, richtig? Hm? Vielleicht muss ich mich dorthin begeben. Du kommst mit? Was ist daran so erstaunlich? Auch ich will ab und zu mal hinaus und mich ein wenig in der Welt draußen umsehen. Woran mag es nur liegen? In so einer Stimmung war ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Das muss der Planet sein, der dich ruft. Aber ja, Junge, der Planet ruft, klar doch. Idioten. Oh, also gehen wir. Oh, can't wait, das im Remake zu sehen. Ich glaube, das wird so witzig alles. Ja, das tun wir, Bugenhagen. Um eines möchte ich dich noch bitten. Wir haben große Materie bei uns. Das Zeug ist ziemlich empfindlich. Und wir würden es gerne an einer geschützten Stelle deponieren. Das Stockwerk über uns dürfte der geeignete Ort sein. Und nun wollen wir los. Ich zeige euch, wie man die Maschine bedient. Seht aufmerksam zu. Man zieht ganz einfach hier. Tada! K-Sid ist der süßeste FF-Charakter. Oh. Und jetzt wird er mit unsichtbarem Handy angerufen. Stimmt. Guck mal, aber noch mehr Guße. Hm? Geil, geil, geil. Hm. Oho, ist das eure... Oho, ist das eure Großmaterie? Das ist in der Tat eine seltene Materie. Einer so seltene Materie wohnt mit Sicherheit ein spezielles Bewusstsein inne. Boah, das war aber auch ein Bock im Hals, ey. Krass. Große Materie. Sie glüht sonderbar. Näher herangehen. Von der großen Materie ging ein kaltes Glühen aus. Ist das Bahamut? Materia Neo Bahamut glüht hell auf. Habe ich nicht Bahamut Zero? What? Der Bahamut doch nicht. Bahamut Zero! Here we go! Große Materie, sie glüht sonderbar. Nicht weiter drum kümmern. Große Materie, näher rangehen. Vielleicht kriege ich hier auch nochmal was. Die Farbe ist dieselbe wie die Zaubermaterie. Ja, okay. Näher rangehen. Dort. Okay, cool. Ja, mehr gibt's nichts. Was hast du? Von der großen Materie ging ein stilles Glühen aus. Die Farbe, es ist dasselbe wie bei Befehlsmateria. Oh, danke, Einstein. Gut, ist klar, zu Bugenhagen kann ich nicht hochfliegen. Warum eigentlich nicht?
im Remake und auch überall in dem Film sehen wir, dass Cloud so weit springen kann, wie was weiß ich was wäre. Oho, gut, lasst uns aufbrechen. Wisst ihr noch, wie man die Maschine draußen unten bedient? Wenn ihr die Materie sehen wollt, könnt ihr... Dankeschön, Professor Dr. Snape. Riecht wie Maschinen. Ich liebe diesen Geruch. Natürlich liebe ich auch den Geruch der Natur. Ist das Sekt dort oben? Dann vertreibe ich mir die Zeit auf dem Deck. Ich spüre, wie der Planet lebt, im Geruch des Windes. Ich spüre aber auch die Größe des menschlichen Weisheit und des Wissens im Geruch der Maschinen. Tja, also tschüss. Also theoretisch kann Bogenhagen doch eigentlich hinfliegen, wo er will, oder? Wie auf der Jinjujun Son Goku. Who the fuck needs airships? So, jetzt einmal gucken. Einmal gucken. Und zwar, wir machen Luki Luki. Und zwar, wo? Denk nach. Ich will nach dem Kraut suchen. Kraut. Nein, Kysalkraut. Sind die ganzen Kräuter an meinem Ort? Nee, kann nicht sein schon mal, oder? Gucken wir mal. Loco-Kraut. Loco. Ich hab so ein Gefühl, dass es nichts wird. Papiertuch. Wozu mag das wohl gut sein? Ja, ich hab gehofft, die Hilfe beantwortet mir die Frage, aber nee. Hand Gottes. Habe ich mittlerweile eigentlich schon bessere Waffen? Katastrophe! Achso, kann ich ja noch nicht lernen. Zorn des Gottes ist von Yuffie. Kapier ich nicht. Idiota! Fuck, ich glaube, ich hab's nicht. Kann's nochmal ordnen, das ist aber auch korrekt. Das machen wir mal. Nein! Speichern! Hilfe, jetzt krieg ich Angst. Panik! Hilfe, ich hab Panik. Danke sehr. Ist jetzt neu geordnet, aber ich glaube, die Kräuter sind trotzdem... Das Kraut, was ich brauche, habe ich trotzdem nicht. Ich fliege einfach mal Bisowski-Sit-mäßig rüber zum anderen Kontinent. Da. Hä? Doch, hier müsste ich richtig sein. Mein Edding riecht auch nach Wissenschaft. Der ist gut. Tatsächlich. Pam, 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 pam. Param, pam, pam, pam. Okay, ich will nicht, dass der Pop-Sound in euer Ohr reingeht. Ich will Chocos reiten. Du hast nicht mal im Chocobo-Box. Falls du eine Chocobo halten willst, wende dich an Oppi. Okay, sehr schade. Darum kümmern wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Die Chocobo Sidequest, die keiner sehen will. Gut! Dann dürft ihr euch das alle antun. Mimet-Gemüse! Danke! Hier, ich bin ja der Krautsammler. Kann ich bestimmt in meinen nächsten Joint reinpacken, deswegen nehme ich mal jede Sorte mit. Wäre schade, dass keiner Kusch oder Haze dabei hat. Da. Was? Cracker-Gemüse! Jetzt habe ich von allen 10. Jetzt bin ich glücklich. Bam, 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 bam. Huch, da ist ja eine Materia. Chocobo-Köder. Oh, well. Dankeschön. Nehme ich doch gerne mal mit. So, jetzt müssen wir... nach Midel. Midel war da unten. Erstmal Pepionus rauchen. God damn right. Wer weiß, was da für Inhaltsstoffe drin sind, du.
Oben links gibt's nix. Warte mal. Ich habe vorhin versucht, auch rüber zu gehen. Vielleicht habe ich mich einfach nur doof angestellt. Ich habe mich doof angestellt! Sorry, ich habe nicht gedacht, dass man den Berg hochgehen kann. Was ist los? Warum bist du so freundlich? Ah, das ist es also. Du magst Salmonellengemüse, nicht wahr? Salmonellen? Warte mal. Also Salmonellen ist auch schon mal geiles Gemüse. Gönn dir, Bruder. Und aber Salmonellen? Hä? Hier, nimm, Kleiner. Der Schokobo hat das Gemüse verschlungen. Haha, du bist süß. Ich werde dich ein bisschen streicheln. Fußsohlen streicheln, Nacken streicheln, mit den Ohr streicheln. Was? Best Textboxen ever. Das ist das Mimetkraut. Nur ein blöder Rechtschreibfehler. Ganz dezent. Ein paar Buchstaben vertauscht, aber sonst ist alles richtig. So, ich mag doch. Hinter den Ohren wären alle geil. Also. Das sah dumm aus. Der Chocobo scheint ein wenig schüchtern zu sein. Was ist los? Warum bist du so freundlich? Hä? Ich hab dich doch hinterm Ohr gestreichelt, oder nicht? Bin ich jetzt dumm? Hab ich das Falsche ausgewählt? Ach. Ach so, guck mal, Leute. Ich hab mich... Ja, das ist natürlich RIP, ne? Fuck you, Game. Ah, gönn dir, Bruder. Was ist los? Warum bist du so freundlich? Ah, das ist es also. Hier, gönn dir. Und jetzt will ich mal wieder ein bisschen in dich rumtatschen, mein Freund. Was? Kann ich nicht? Keine Streichenheiten mehr? Oh, schade. Aber guck mal, der Doc lebt noch. Hm? War richtig. Er streicheln, dann kitzeln. Ja! Hm, du, wie hast du dich von der Marco-Vergiftung erholt? Das ist fast ausgeschlossen. Ich freue mich wirklich für dich. Anscheinend sind die Wünsche deiner Freundin in Erfüllung gegangen. Du kannst selbst sehen, wie die Dinge stehen. Aber wenigstens wurde niemand ernsthaft verletzt. Wir sind jetzt sehr unglücklich. Aha, okay. Du hast doch gesehen, lieber Doc, was Tifa so alles kann. In der einen Szene da, als wir da im Rollstuhl waren. Sie hat ganz andere magische Kräfte und, naja. Das wollte ich ja schreiben, nur die Nachricht kam mir nicht an. Ach so, oh ja, das ist natürlich bad, aber... Was soll's. Hat noch funktioniert alles. Wer will die Materie eigentlich haben? Wer will eigentlich Verwandlung haben? Dann lerne ich ja lieber erstmal was Sinnvolles. Eindämmung. Well, in jeder Version heißen sie anders. Frost, Brechen, Tornado, Flamme. Flamme? Flamme Flair? Da müssen wir lang. Danke, danke. Scusi, scusi. So, jetzt mal eben Checker, Checker machen. Wir müssen jetzt, glaube ich, zu der vergessenen Stadt. Ich wollte schon fast sagen, vergessene Grotte. Ich tue mich immer so schwer, irgendwie mir die Namen zu merken. Ist geil, oder? Auf Eis können wir landen, auf Dreck nicht. Tolle Mechanics!